So, still here in Germany, making long series of videos on double beat, single beat, understanding of metronome numbers, and we started with the French notation, Mersenne, remember, many videos again, back. So in this video, Lorenz suggested to talk about not a variable use of metronome, as Dalsma describes. We have made some videos on that. Believe we can step forward and say it's either single use or double use, but those practices, they are not either. I mean, it's not either the practice of double use or the practice of single use. There was a tendency to use them together at the same time, as I understand and learn as we speak. So, Lorenz, tell us a little bit about that topic. Ich bin auf einen Text von Adolf Bernhard Marx gestoßen, der 19th century, he was the Beethoven guy, 1869, in achter Auflage habe ich ein Buch von ihm, Allgemeine Musiklehre, ein Hilfsbuch für Lehrer und Lernende. Ah, yeah. Is that the same as the Beethoven, ja. He made the Beethoven ja. Edition? Genau. Yeah, okay. Or a book about. Der hat eine Bemerkung gemacht zu einem speziellen Metronom namens Glockenmetronom. Das Glockenmetronom kam etwa 1839 auf den Markt. Ist also mit einem Glockenwerk angereichert. Auch Melzel hat das noch konstruiert. Also hier habe ich ein leider defektes Metronom, solche gibt es auch. Und man hört wenigstens, dass da eine Glocke am Werk ist. So the people will say your theory is based on a broken metronome. Genau. Und dieses Register hier kann man ziehen auf dreifache Weise. Die erste Stufe ist, da ist eine Ziffer 2 angegeben. Das heißt, die Glocke klingt immer nach dem zweiten Schlag. Also kling, tick, kling, tick. Ja. Dann kommt eine 3. Kling, tick, tick. Kling, tick, tick. Dann kommt die 4. Kling, tick, tick, tick. Kling, tick, tick. Und dann kommt die 6. Kling, tick, 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 tick. Kling, tick, 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 tick. Kling, tick, tick, tick. Ja. Man merkt, was das soll. Es geht um die Markierung der Taktanfänge beim Zweiertakt, beim Vierertakt, beim Dreiertakt und beim Sechser. It's only the beginning of the bar or it's the strong bar? Wie ich es vorhin gemacht habe. Kling, tick, tick. Kling, tick, tick. Also, so you don't use it in a 4-4 bar, ticking every two quarter notes. So ja, du kannst es einstellen. Du kannst es einstellen für every two. Kling, tick, kling, tick, kling, tick. Ja, okay. Das ist möglich. Ja. Aber das nimmt man dann vielleicht eher eben für einen Zweiertakt, für einen Zweiviertel oder irgend sowas nimmt man halt dann. Und dann wird einfach der Taktanfang des Zweiertaktes, werden die Taktanfänge markiert. Wenn man das so verwendet, ist ohne Zweifel jeder einzelne Schlag die Markierung eines Taktteils. Ja. Ja. Bei einem Viervierteltakt, das stellst du auf 4 ein, dann hast du Kling, Tick, Tick, Tick. Kling, Tick, Tick, Tick. Was soll das jetzt? Marx schreibt dazu. In neuester Zeit wurden in Paris Metronome verfertigt, deren Pendel mit einer Glocke in Verbindung steht und, je nachdem gestellt wird, den ersten von je 2, 3, 4 oder 6 seiner Schläge durch einen Glockenschlag verlautbart. Ja. Diese sinnreiche, nicht kostspielige Einrichtung bewirkt, dass der Metronom neben dem absoluten Zeitmaß auch das Taktmaß bezeichnet. Ja, ja. So, in normal language. Er unterscheidet Taktmaß von Zeitmaß. Taktmaß? Taktmaß ist das, was die Metronomangabe anzeigt. Das ist das Taktmaß. The metrical. Und da würde ich sagen, Sinn macht eine solche Unterscheidung nur, wenn mit der Angabe des Zeitmaßes ein Doppelschlag gemeint ist. Also einfach das Hin und Her gibt das
Zeitmaß an. Ja. Das Metron. Das, ja, drum auch Metronom. Ja. Das wäre die eine Funktion. Und von der wird unterschieden, hier in diesem Text unterschieden, die Anzeige des Taktmaßes, nennt er das Taktmaß, könnte man jetzt auch sagen, der Taktstruktur. Was ist das in Englisch? Taktmaß? Taktmaß. Beat? Vielleicht, not beat, ja, the beats, also of the direction. Ja, okay. Ja? Also, so wie der Dirigent einen Viervierteltakt dirigiert, so schlagen die einzelnen Ticks entsprechend der Dirigierbewegung. Genau. Eins, zwei, tick, tick, tick. Oder kling, tick, tick, tick. Kling, tick, tick, tick. So in your opinion, this is not, so the bells, the indication of the emphasis, the emphasizing every two or three beats is not a practical use of the metrical understanding, but a practical use of the not metrical understanding. Okay, That's interesting. I ask you, Lorenz, because if I use my metronome, I have it electronically to tick every two beats, which is very practical. Mm-hmm. You put 152, it goes like this. Tack, tack, tack. So I haven't. Das ist für dein metrisches Verständnis der Zeitangabe oder der Notendauerangabe, ja, oder das Zeitmaßes. But in your opinion, this metronome is not used for that. The bell. Du kannst beides. Ja. Du kannst dir das Glockenregister ziehen oder nicht. Ja. Wenn du es nicht ziehst, oder du kannst ja auch, wenn du willst, diese zwei rausziehen, dann hast du immer nach jedem zweiten Schlag einen Glockenschlag. Das kannst du hier auch machen. But at the same time you hear the tick, which is a kind of disturbing if you really play with the metronome. Ja, genau. It's not disturbing in a normal bar because you have to tick the eighth notes and the quarter notes, but anyway, okay. Wichtig ist nur, dass Marx unterscheidet zwei Funktionsweisen. And that's, again, which time is it? 18? Also 1839 is appeared. Okay. The Glockenpendulum. Ja, yeah, and Marx is? Und Marx hat es geschrieben so in den 50er Jahren. Die achte Auflage 1869. Achte Auflage. Habe ich zu verstehen. Das ist ein important book, dann. Ja, für dich. Marx war ein wichtiger Autor. Richtig, der hat auch viel über Beethoven geschrieben, Beethoven-Sonaten. But we are now in the second half of the 19th century. Wir sind ungefähr in der Mitte. In der Mitte. Ungefähr in der Mitte. Is there something changing then? Vielleicht, aber ich möchte noch auf etwas anderes verweisen. Es gibt ein Anzeichen für diesen doppelten Gebrauch des Pendels auch schon im 18. Jahrhundert. Ja. Das war bei de la Chapelle. Aber you have been talking on the